Hallo und wir sind zurück zu Railroad oder Railroad in der tatsächlich mittlerweile Version 1.0. Das heißt, heute, wenn das Video erscheint, zeitgleich kommt Railroad auch endlich aus dem Early Access, ist sozusagen fertig und ja, der Entwickler hat mir da freundlicherweise schon Zugang vorab auf die Version gegeben, damit ich mit der schon aufnehmen kann für eben die heutige Folge. Und ja, ich habe die Änderungen ein bisschen angeschaut. Nichts, glaube ich, riesengroßes. Ein paar Änderungen bei den Sensoren, wie man hier, meine ich, die Zuweisungen macht. Beziehungsweise, ich glaube, da sieht man es ganz gut, dass da auch irgendwie offensichtlich jetzt was kopiert wurde von einem auf den anderen Sensor oder von einem auf der anderen Seite. Das hat ja vorher ein bisschen anders funktioniert, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Ist ja auch wieder 2-3 Wochen her. Das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Sonst aber mehr kosmetische Sachen und hier und da mal ein Tooltip oder irgendein neues Achievement. Aber war jetzt auch nicht die Erwartung, dass sich es groß ändert. Eher bin ich froh, dass wir weiterspielen können, dass das Save Game immer noch funktioniert. Das ist natürlich immer ein riesengroßer Pluspunkt. Haben wir jetzt ja schon 3 größere Updates überlebt, so gesehen. Und das ist auch nicht normal. Überhaupt sehr vorbildliche Early Access Entwicklung, wie ich finde. Also immer stabil, tolle, wertvolle Updates, regelmäßige Updates. Auch meine Kommunikation mit den Entwicklern, immer super schnelle, direkte, unkomplizierte Antworten. Also nur großes Lob an der Stelle und entsprechend würde ich so gesehen auch nochmal Werbung machen, also ungefragterweise. Ich wurde da nicht gefragt, dass ich das tue, da kriegt er irgendwas dafür. Aber Spiel ist jetzt auch, glaube ich, 25% rabattiert zum offiziellen Release. Also wer noch nicht zugeschlagen hat, ich muss sagen, für mich eindeutig eins der Lieblingsspiele der letzten Jahre, wenigstens aus dem Subgenre. Wirklich, ja, auch mittlerweile ein guter Ersatz fast, so gesehen, für A-Train. Allein was das ganze Fahrplanmanagement angeht, macht super viel Spaß. Ja, und entsprechend soll das auch nicht die letzte Folge bleiben. Wir haben auch immer noch viel vor. Vor allem Punkte sammeln, Urban Transit Contracts wollte ich mir nochmal anschauen. Vorher kurz reingeschaut, ob ich mich noch erinnere, wie sie funktionieren. Antwort ist vielleicht, wir werden sehen. Dann gibt es noch ein paar Korrekturen und auch noch einiges an Vorschlägen zum Einbauen, vor allem vom lieben Kampfmöhre, der unter anderem natürlich berechtigterweise gesagt hat, sinnlos hier 80 km/h zu machen, weil die Züge im Shunting Mode schleichen da nur rum. Aber zum Glück haben wir keine laufenden Kosten, deswegen nur eine einmalige Geldverschwendung. Und ich werde es jetzt auch nicht rückbauen. Kann man, glaube ich, im Moment so lassen. Aber wenn wir schon da sind und vor allem punkto Korrekturen, habe vorher kurz reingespielt, eben weil ich mir die Urban Transit Contracts angeschaut habe und es mir aufgefallen, hier fehlt noch die Route, also nicht hier, sondern doch, hier fehlt noch die Route Richtung Berlin-Friedrichstraße vom Gleis 5 weg, weil wir fahren ja mittlerweile mit Regionalzügen darauf. Was noch fehlt, und zwar am Gleis 2 tatsächlich, weil wir da jetzt ja durchfahren, ist ein passender Sensor. Und dann wäre das mal korrigiert. Plus, habe ich gesehen, da gibt es noch ein Problem, wenn ein Zug hier am Gleis 9 ankommt, der natürlich nicht umdrehen sollte, also ohne Lokomotive umsetzen, wie zum Beispiel der Regionalzug nach Friedrichstraße. Da sollte man natürlich idealerweise auch das einschränken und sagen, bitte nur die auch zurück wollen sollen, das Kommando hier ausführen. So, das wären mal die Korrekturen. Dann die Verbesserungen werde ich auch, glaube ich, direkt noch machen. Hauptsächlich geht es hier um diese Blöcke, berechtigt natürlich die Anmerkung oder der Verbesserungsvorschlag, dass wir hier noch ein paar Signale einbauen, vor allem um die Blöcke einfach ein bisschen schneller frei zu bekommen oder andersrum, damit die Blöcke die Zufahrtsstraße nicht blockieren, so müssen wir es eher sagen, weil natürlich hier der Abschnitt so lang blockiert ist, bis der Zug auf dem mittleren Block ist, das heißt mit einer relativ einfachen Anpassung, sprich sowas ist einfach schon besser. Ich hoffe, ich habe auch den Verbesserungsvorschlag in dem Fall richtig verstanden. Heißt, der Zugang bis hierher vorfahren, immerhin, wenn da noch alles blockiert ist. Und gilt natürlich so gesehen auch, denke ich, fürs Ausfahren aus dem Block. Also genauso würde ich hier das einbauen,
damit man einfach den Block quasi frei bekommt, selbst wenn hier noch ein Zug im Bahnhof steht. Genau. Also, und hier müssen wir natürlich noch auf dauerhaft stellen. Selbes da drüben, oder hier können wir es im Prinzip auch machen. Ab und zu natürlich die Gefahr, dass man irgendeine Weiche zustellt. Also, die wäre jetzt hier blockiert. Wenn wir so runterfahren wollen, wie oft wird das passieren? Nie. Deswegen können wir das machen. Und ich würde gerade hier auch noch alles auf den neuesten Stand bringen, so gesehen. Und da müssen wir natürlich da noch korrigieren. Einmal Wannsee, einmal Rest. Gut. Und ja, da lohnt sich, denke ich, auch. Hier haben wir auch eine sehr lange Strecke, die blockiert wird. Selbes Thema natürlich. Theoretisch wird die Weiche hier blockiert, wenn da ein Zug steht. Aber auch ja nicht dauerhaft. Und im Moment nutzen wir die Gleise hier sowieso nicht. Von dem her, denke ich, können wir das machen. So, und wenn wir schon beim Signale setzen sind, das schiebe ich auch schon ewig vor mir her. Also machen wir es. Dann haben wir da auch etwas mehr Kapazität. Ja, und eben das ist, glaube ich, auch durchs Update entstanden, dass er hier die quasi rüber kopiert hat. Weil das ja für beide Seiten jetzt einzeln zum Einstellen ist. Das heißt, das darf sowieso in die Tonne. Und das machen wir neu, weil eben neue Signale da drin. Na. Da sollte man vielleicht auch noch eins hinbauen. Dann klappt es auch. Und natürlich auch vom Gleis 3. Das die einfachere Übung. Die etwas kompliziertere ist da oben. Da ist jetzt auch ein bisschen was, ja, was heißt durcheinander. Auf der anderen Seite, wir können es so einrichten, dass wir jeweils Gleis 7 und 8 in beide Richtungen nutzen können und zum Wenden und Durchfahren. Eben hier hat das, glaube ich, auch einfach rüber kopiert. Scheint wenigstens so, weil stimmt ja so gesehen nicht. Wenn wir hier jetzt ankommen, also in die Richtung, und wollen nach Friedrichstraße, dann ist ja okay, einfach zurücksetzen. Aber kommen wir hier an und wollen nach Charlottenburg zurück, dann dürfen wir nicht zurücksetzen, sondern da müssen wir ja abkoppeln und umsetzen. Da fehlt allerdings noch ein bisschen was. Nämlich den hier werden wir auch brauchen und vor allem eine Verbindung. Also, wir kommen hier an und wollen hier zurück. Deswegen vorher die Lokomotive auf die andere Seite. Und dann erst in die Gruppe und Bereitstellung. Ich glaube, das sollte kein Problem sein, wenn ich die andere Plattform wähle. Ich meine, es sollte kein Problem sein. Genau, und umgekehrt werden wir aus Friedrichstraße kommen und wir wollen hier nach Friedrichstraße zurück. Dann stimmt das natürlich nicht. Und da eben auch abkoppeln. Die Lokomotive hinten ran, das künftige vorne und dann wieder Bereitstellung. Heißt, wenn ich es nicht falsch gemacht habe, sollte das jetzt in beide Richtungen, für beide Richtungen funktionieren. Und Gleis 7 natürlich auch. Da haben wir einen Teil schon,
Nämlich die Wendemanöver gibt es schon, aber wir wollen ja auch die Durchfahrtsmanöver, wobei das ist auch nur kopiert, weil hier macht es ja keinen Sinn. Also, hier müssen wir ja nicht umsetzen, wenn wir quasi so herkommen und dahin weiterfahren. Ja, ich glaube, das ist wirklich was mit dem Update bisschen sozusagen durcheinander gekommen. Sondern da wollen wir ja nur davor reinfahren und dann wieder bereitstellen. Und dafür werden wir so kommen und Richtung Friedrichstraße wollen. Was heißt dafür? Da auch, da wollen wir dann eigentlich nur rückwärts da rein. Ah, und ich wollte ja probieren, ob ich überhaupt umdrehen muss vorher. Oder überhaupt zum Signal fahren, aber ein andermal. So, Shanty Group wenden, warten, bereitstellen. Und dann fehlt noch, wir kommen aus. Wir kommen von der Friedrichstraße, wollen da durchfahren, das passt, aber wir wollen zurück zur Friedrichstraße. Dann, also zurück zur Friedrichstraße. Dann dieses Manöver. Hoffentlich richtig. Kurzer Blick nochmal. Vor allem, ob wir abkoppeln. Ja. Ob wir auch irgendwann wieder ankoppeln. Genau, es sollte ja jeweils zweimal ein Wendemanöver und zweimal ein Rückwärtsfahren sein. Die sich auch leicht unterscheiden. Weil einmal fahren wir vorwärts rein und einmal fahren wir rückwärts rein. Okay, heißt 7, 8 können wir jetzt auch beliebig verwenden, hoffentlich. Warten vielleicht den hier gerade ab, zum Schauen, ob alles klappt. Wobei, das ist natürlich jetzt der, der hier nach Friedrichstraße weiterfährt und keinen Aufenthalt hat, also nur kurzer Stopp, aber nicht parken muss, dann bringt es nichts. Dann gehen wir gleich zum nächsten Thema über und das ist einfach neue Verträge. Und ich denke, ich räume hier nochmal schnell auf mit den alten, oder was heißt alten, mit denen, die wir sowieso nicht machen. Also ich glaube, eigentlich kann alles rausfliegen, was S-Bahn ist, Berlin hat und nicht irgendwie Friedrichstraße oder ja, Heerstraße bringt uns auch nichts. Aber ich glaube, das kann alles weg für den Moment, werden wir sowieso jetzt in absehbarer Zeit nicht machen. Die Intercities behalte ich mal noch. Die bringen zwar auch keine roten Punkte, aber die sind zum Teil sehr einfach. Das vielleicht. Das denke ich, machen wir auch nicht so schnell. Nö. Das sicher auch nicht. Das denke ich auch nicht. Potsdamer Platz schließen wir auch nicht so schnell an. Und das behalten wir uns mal auch. Und genau, Intercities, wir haben vor allem ja die hier. Da haben wir ja schon alles aufgesetzt. Da müssen wir eigentlich nur einplanen. Und gut ist, wobei ich glaube, die mache ich nach den roten, weil die sind ein bisschen kritischer. Die zwei machen wir dann auf jeden Fall noch, wenn sie Platz haben. Gut, letztes Mal haben wir, glaube ich, den hier gesichtet und gesagt, den können wir eigentlich auch machen. Spricht da was dagegen? Nicht wirklich. Was haben wir sonst im Angebot? Das ist natürlich auch spannend. Das sogar noch besser. Da haben wir nur, also es sind zwar nur zwei Punkte, aber es ist halt super einfach. Durchfahrt, Durchfahrt hier 15 Minuten. Das auch okay. Da haben wir auch noch mal was Angenehmes. Also ich glaube, die zwei sind recht einfach zum Einplanen verhältnismäßig. Dann machen wir vielleicht den komplexeren vorher. Probieren wir mal den vorher.
Das passt mit Gleis 2, während gerade ein anderer hier drin steht. Das ist gut. Hier haben wir, glaube ich, auch kein Problem. Das geht auch gut. Da ist sowieso alles frei gerade. Also haben wir wortwörtlich freie Wahl. Wie schaut es denn aus mit der Abfahrt? Knapp. Aber jetzt können wir auch Gleis 7 verwenden. Allerdings fahren wir hier dann ab und da kommt einer an. Das heißt, das würde ich eher tauschen. Und den dann um 4:50 Uhr, ich sollte langsam Notizen machen, aufs Gleis 7. Ich glaube, ich mache mir Notizen. Also, 4:50 Uhr an, in dem Fall, aufs Gleis 7. Passt das? Wollen wir das so? Na, eigentlich ist es ja, wäre es so besser. So wäre es eigentlich besser. Also eigentlich ist okay, weil wir fahren hier ja ab, genau wo der ankommt und im Idealfall kommen wir hier aneinander vorbei. Also eigentlich ist es so ja sogar besser. Müssen wir nur schauen, wie hier das Routing ist mit dem Sensor. Genau, da sind wir hier auch gut unterwegs. Wir fahren ab, wo die gerade im Bahnsteig stehen. Wir kommen an, vielmehr. In dem Fall Gleis 3 und müssen dann ja über 6 da rein. Der ist dann schon weg. Das ist gut. Und jetzt hoffen wir, dass es hier auch klappt. Natürlich nicht. War ja klar. Wir müssen etwas früher oder später, schade. Ja, früher. Geht früher. Also jein. Geht schon. Problem ist, wir können halt jetzt nicht früher. Bin einfach ein bisschen, also ich plane ihn jetzt ungern für irgendwie in der nächsten Stunde erst ein, aber machen wir es mal, weil es hat ja so ausgeschaut, als hätte er da dann gut Platz. Eben hier scheint es mir okay. Das sowieso. Hier, während das Gleis 9 belegt ist, auch kein Problem. Da sind wir hinter dem natürlich her. Also, wenn wir vor dem das noch schaffen, wäre super. Das ist auch ein Regionalzug. Ja. Dann geht's eh hier wieder nicht. Okay. Dann muss der ganz woanders hin. Schauen wir es uns mal hier an. Das schaut mal so weit nicht schlecht aus. Und da sind wir natürlich dann auch genau blockiert. Puh. Wie wäre es denn hier? Da haben wir auch eine An Na, da haben wir eine Abfahrt vom Gleis 8. Die könnte man dann ja wirklich tauschen. Also wenn ich den 8 ankommen lassen, der fährt von 7 ab. Wobei die Ankunft ist ja hier und die Abfahrt ist ja hier.
So. So könnte es klappen. So könnte es klappen. Dann probieren wir das mal. Sonst müssen wir es korrigieren. Was soll's. Die Gleise passen. Hoffentlich 3, 5, 2. Das passt. Okay. Dann versuchen wir noch die einfachen, unter Anführungszeichen. Das sollte der einfachste sein, weil er auch den kürzesten Aufenthalt hat. Aber auch der ist ja überschaubar. Kommt er aus Friedrichstraße. Was haben wir hier? Vielleicht ein bisschen Abstand zu dem. Und dann... Das ist eine Ankunft. Hier wird es halt gerade gut passen. Der ist auch nach Ruhleben. Also es wäre gut, wenn wir vor dem loskommen. Genau, der sollte ja schon aus dem Weg sein. Das scheint mir möglich. Versuchen wir es. Und dann hätten wir noch den hier. So, vielleicht irgendwo das hier Ankunft. Das Gleis hoffentlich eh wieder frei bis dort, sonst... Ja, hier ist ein bisschen knapp. Dann gehen wir mal daher. Dann schaut es auch da gut aus. Und da schaut es auch gut aus. Der fährt da ab. Also eine Minute früher wäre noch gut. Geht das noch? Glaube, das könnte sich noch ausgehen. Und da haben wir sowieso kein Problem. Ja, dann haben wir ja mal den einen oder anderen zum Begutachten. Vor allem eben, ich möchte schauen, ob da noch alles passt. Für den Fall, dass nicht, ist eh jetzt gleich mal die Folge zu Ende. Kann ich das dann zwischen den Folgen reparieren? Aber ich hoffe natürlich drauf, dass alles passt. Mal schauen. Das sind die, glaube ich, alle, die jetzt erst eingeplant sind. Also der nächste kommt aus Friedrichstraße. Also ich hoffe mal drauf, dass hier jetzt alles stimmt. Weil es sind jetzt ja schon ein paar reingefahren. Problemlos. Dann können wir uns ein bisschen hier konzentrieren. Also, der hier sollte parken und hoffentlich vorwärts reinfahren. Jawohl. Und dann kommt der nächste aus der Gegenrichtung. Das ist der hier. Ja, da hat sich's schon gelohnt, das erste Mal. Wunderbar. Ich glaube, da drüben haben wir nur immer ein paar Mal Probleme mit den S-Bahnen. Das ignorieren wir mal. Genau, und während der hier dann sein Manöver macht, kommt der da rein. Das ist sowieso kein Problem. Und der will dann nach Friedrichstraße, heißt, er sollte jetzt auch einfach rückwärts reinfahren. Das passt auch noch. Und dann dauert es eine Zeit lang, haben wir hier
Bereitstellung. Da kommt allerdings jetzt schon der nächste. Das ist dann ein Problem, oder? Der hatte dann keinen Platz. Wobei, er muss halt auf dem Bahnsteig etwas warten. Macht er das? Hoffen wir mal. Der will ja auch in der Friedrichstraße, das heißt, der muss auch die Lok nicht umsetzen. Ja, ideal. Alles so geplant, nicht irgendwie Zufall, dass sich's ausgeht. Und das ist auch kein Zufall, das war exakt so geplant. Finde ich immer super befriedigend, wenn sich... Okay, also... Besser geht's fast nicht. Finde ich sehr befriedigend, wenn sich die Sachen ausgehen. Oder klappen, wie man, glaube ich, sagen würde. Oder wenn es funktioniert. Habe ja letztlich wieder mal erkannt, es geht sich aus, ist ein sehr österreichischer Begriff. Ja, super. Dann haben wir da noch einen spannenden Moment. Auf den warten wir noch. Genau, das ist jetzt ja so eine Überkreuzung. Die ist nicht ideal. Ja, genau. Also die zwei tauschen... Weil die blockieren sich hier ein bisschen und hier ein bisschen. Die zwei würde ich tauschen. Dann notiere ich mir das. Das ist der 468A. Der muss von... Das ist der am 7 ankommt. 54 an. Den wollen wir nach 8. Und der 247B, der fährt ab um 4, also zur selben Zeit. Probiert er wenigstens. Der soll dann aufs Gleis 7. Ich glaube, das sollte noch was bringen. Kleinigkeit, aber werden wir es schon sehen. Und auch wenn die Folge schon ein bisschen überfällig ist, das Ende, das warte ich gerade noch ab. Weil ich denke, der Rest, da sollte dann kein Problem sein, aber gerade schauen, ob sich da alles ausgeht, weil wenn ich jetzt schon Anpassungen mache, aber der sollte ja dann schon drin sein am Gleis 7, wenn der bereitstellen möchte. Ja, ideal. Ah, der, ist das korrekt? Ja, der möchte nach Charlottenburg zurück. Dann passt das auch super. Ist da jetzt auch nicht im Weg. Und wir haben ja die Zeit. Ja, optimal. Und der wird dann hier bereitgestellt. Sollte auch nichts im Weg sein. Ja, dann würde ich sagen, erfolgreiche Übung. Bin ich zufrieden. Und wie schaut's aus? Auf 9 und ich hoffe, ich interpretiere die Zahlen hier richtig. Auf 29 kommen wir rauf, vermeintlich. Dann wären wir ja nicht mehr ewig weit entfernt. Drei Stück noch theoretisch. Und da hätten wir auch einiges dabei, das mir sehr gut gefallen würde. Also die zwei sowieso. Ja, ich denke, das könnte ein erreichbares Ziel sein für nächstes Mal. Also nicht die Punkte erreichen in dem Sinn, aber genug geplant haben, dass man sie erreichen kann. Und ich denke, sobald wir das haben, könnte man mal das Geld ausgeben und die Gleise upgraden.
kommt zwar einiges wieder durcheinander, aber ist halt einfach auch fällig. Ich bin mir eben nicht sicher, ob man nicht hier sogar Punkte verlieren. Ja, überlege ich mir in der Zwischenzeit. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und Baba.